einen eigenen Online-Kurs mit Digistore 24 erstellen. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Digistore 24 nutzt, um deinen eigenen Online-Kurs zu erstellen und dann zu verkaufen. Ich zeige dir die ganzen 7 Schritte, die du brauchst, um in Digistore dein Produkt anzulegen und dann beginnen zu verkaufen. Ein ganzes Tutorial. Bist du bereit? Dann komm mit auf diese Reise und verdiene in kürzester Zeit passives Einkommen mit fertigen Produkten. Du kannst dieses ganze Tutorial auf jeden Fall so nutzen, dass du immer wieder Pause machst, die Schritte umsetzt und dann deinen eigenen Online-Kurs damit erstellst. Viel Freude damit und jetzt geht's los. Damit du nun beginnen kannst, dein Produkt auf Digistore 24 einzustellen, brauchst du natürlich eine Digistore-ID und ein Konto auf Digistore 24. Dafür brauchst du eine Steuernummer. Solltest du die noch nicht haben, solltest du hier auf jeden Fall erstmal beginnen. Du loggst dich dann mit deinem Profil ein, um die ersten Schritte zu gehen. Und hier zeige ich dir jetzt, wie du ein Produkt anlegst. Hier siehst du meine eigenen Produkte und unter Konto Produkte erstellen kannst du dann dein Produkt anlegen. Du siehst hier, ich habe hier immer, das ist mein Event, da gibt es ein Foto dazu oder ein Bild dazu. Auch das brauchst du, um ein Produkt anzulegen. Also brauchst du auf jeden Fall ein Bild, was dein Produkt aussagt, also vielleicht etwas, was mit deinem Kurs zu tun hat oder sogar das Package davon. Erstell so ein Mockup, nennt man das, von deinem Produkt. Das sieht man hier, so eine Art Dummy, sieht aus wie ein Paket, was man dann downloadet. Um ein Produkt zu erstellen, brauchst du außerdem eine Landingpage. Hier siehst du meine Landingpage vom Mini-Kurs in 24 Stunden und die habe ich erstellt mit WordPress, also auf meiner Webseite mit dem DiviTheme, relativ einfach, weil man hier einfach alles anklicken kann mit dem visuellen Bilder und es sind die ganzen Gründe, weshalb man einen Mini-Kurs in 24 Stunden braucht und hier habe ich so ein paar passende Bilder. Und natürlich Buttons, um zu klicken. Und diese Buttons sollten dann später zu Digistore 24 führen. Die führen nachher zu deinem Produkt, aber das musst du erstmal anlegen. Außerdem brauchst du eine Danke-Seite. Also hier genau nochmal auf der Landingpage. Was wichtig ist, das habe ich weiter unten dann gemacht, beim Preis. So, da steht, die Abwicklung erfolgt über digistore24.com. Das ist ein wichtiger Punkt, den deine Landingpage haben sollte. Und außerdem brauchst du ein Impressum. Hier haben wir ein ganzes Impressum, wir haben Datenschutz und wir haben auch noch zur Startseite zurück. Ich habe das hier richtig gut gemeint. So. Und dann kannst du diese Landingpage mit allen emotionalen Gründen füllen, warum man dein Produkt unbedingt braucht. Also das warme Semmeln-Prinzip, ne? Du hast hier den Kurs, den absolut jeder braucht. Das solltest du auf deiner Landingpage natürlich ausdrücken. Und du kannst das mit Bildern und coolen Texten machen. Mehr natürlich auch in meinem Kurs, Mini-Kurs in 24 Stunden. Was wir außerdem brauchen, ist eine Danke-Seite. Auch die braucht Digistore, um dein Produkt überhaupt zu genehmigen. Bei mir heißt das Ganze Danke, Digistore 24. Denn alle Kurse, die gekauft werden von Digistore, landen auf einer Danke-Seite. Hier hast du das Produkt erfolgreich erworben. Und ich habe ein Video gemacht, wie man in meinen Mitgliederbereich kommt. Aber das ist fortgeschritten, wenn du nachher richtig einen Member-Bereich mit Passwort hast. Zum Beispiel über Funnel, Cockpit, Digimember und in meinem Fall ist es Wishlist Member. Ich habe außerdem einen Danke-Code nochmal drauf, also einen Rabattcode als treuer Kunde. Erhältst du sogar nochmal 5 Euro Rabatt auf alle Minikurse hier zum Shop. So, und ganz wichtig, das braucht Digistore, um diese Seite zu genehmigen. Die Abbuchung erfolgt durch digistore24.com. Diesen Satz brauchst du überall auf der Landingpage und auf der Danke-Seite. Du hast also 2 Seiten auf deiner WordPress-Seite, auf deiner Seite von Funnel Cockpit oder wo auch immer du dich bewegst und diese Seiten anlegst.
Also einmal eine Landingpage für den Kurs, wo ich kaufen kann mit einem Button, und die Abbuchung erfolgt über digistore24.com und eine Danke-Seite auch nochmal mit dem Satz, die Abbuchung erfolgt durch digistore24.com. Dann legen wir unser Produkt an. Diese zwei Sachen hast du jetzt parat und du hast auch noch ein Bild parat. Und du bist natürlich in der Lage, Produkte zu verkaufen mit deiner Steuernummer und überhaupt dem Konto bei Digistore angelegt. Jetzt gehst du auf Produkt hinzufügen, gibst dem ganzen Baby einen Namen, Minikurs in 24 Test. So, ich nenne das jetzt mal Test, weil wir probieren hier was aus. Dann kannst du den Namen auch für den Käufer noch ändern und hast hier eine Art Dienstleistung. Hier hast du dann nachher eine Auswahl, die dir eventuell steuerliche Nachteile oder Vorteile verschafft. Nämlich ein E-Book hat eine andere Mehrwertsteuer als ein Coaching. Also hier kannst du dann etwas auswählen, was zu dir ein Versandprodukt per Post oder Downloadprodukte, die keine Software sind, oder eine Ferndienstleistung und so weiter. So, also ich habe hier jetzt einen Mitgliederbereich oder ich habe eine elektronisch gebrachte Ferndienstleistung, die einmal runtergeladen. Ich mache mal Mitgliederbereich, er meckert dann immer, aber wir probieren mal. So, dann kann ich eine Affiliate-Provision einstellen. Das heißt, ich kann meine Netzwerkpartner belohnen, wenn sie diesen Kurs verkaufen. Ich mache da jetzt so 30% raus. Du kannst diese Partnerschaften automatisch akzeptieren oder nicht. Das Ganze ist super, wenn du zu anderen Gesprächen, zu Interviews eingeladen wirst, zu Online-Konferenzen. Dann kannst du diesen Kurs gleich mitbringen und sagen, hier, ich habe 25% oder 30% Provision für alle, die diesen Kurs sozusagen promoten. Hier haben wir jetzt unsere Verkaufsseite, deine Landingpage sozusagen einzutragen. Hier nehme ich mir meinen Link zu meinem Minikurs in 24 Stunden. Hier wäre noch eine Upsell-Seite möglich, auch das ist fortgeschritten. Und wir haben unsere Danke-Seite. Da gehen wir jetzt erstmal weiter und speichern. Nächster Schritt nach den Eigenschaften. Du gehst auch ein auf das Bestellformular. Das ist das, was passiert, wenn du klickst auf deinen Button auf der Landingpage. Dann geht dieses Bestellformular auf. Hier solltest du ein Produktbild einstellen. Du gehst da einfach rauf und sagst, hochladen. So, und ich lade mir jetzt hier ein Produktbild hoch. Kam jetzt gerade so vorbei, nehmen wir das. Okay, wir haben jetzt hier eine Beschreibung, also nochmal eine Kurzform, was auf deiner Verkaufsseite steht. Und du schreibst dann nochmal ein paar Gründe, weshalb man jetzt hier an dieser Stelle kaufen sollte. Also ein Kurztext zu deinem Produkt. Du kannst dann noch deine E-Mail-Adresse, Support, Telefonnummer, Support, Kontakt, Bestellformular. Hier brauchst du jetzt ein Bestellformular, was auf jeden Fall responsive ist. Das kannst du vorher anlegen. Also es sollte auf dem Handy funktionieren oder diesen Card-Builder. Und ich gehe jetzt hier einfach auf ein neues Bestellformular. Das gibt es schon. Social Proof Bubble sind auch bei mir schon angelegt. Da musst du dann erstmal diese Sachen einstellen. Das ist dann auch fortgeschritten, braucht man nicht. Und hier kannst du jetzt Telefonnummern erfragen oder Anschrift erfragen oder alles lassen und vorausgewählte Namensbezeichnung und so weiter. So, hier gehst du jetzt auf Speichern, damit wir zum nächsten Schritt kommen. Dann haben wir den Zahlungsplan. Ganz wichtig, dass du hier einstellst, es ist eventuell ein Nettopreis, bei mir sind das alles Nettopreise, und Mehrwertsteuer auf Bestellformular ausweisen, ja. Dann kannst du hier die Bezahlmethoden anklicken oder lassen. Ich hatte Probleme mit der SEPA-Lastschrift, die habe ich ab und zu ausgemacht. Bei Leuten, die dann teilweise kamen, da Spam-Verkäufe. Ich schalte die mal aus und dann genau, gibt es hier noch Überschriften und wir erstellen jetzt einen Zahlungsplan. Beziehungsweise ist da schon ein, bei mir ist immer irgendwie schon einer drin. So, hier gehe ich jetzt rein
und sag, erste Zahlung 37 Euro. Nee, ich will jetzt sagen 47. So, das ist eine Einmalzahlung, ja. Und ich aktualisiere. Wenn ich jetzt eine zweite Möglichkeit geben möchte, dann gehe ich hier und sage, einen Zahlungsplan hinzufügen und sage, erste Zahlung 27 und das ist eine zweifache Zahlung, zweimal 27 und der Käufer kann diese Zahlung nicht kündigen. Da musst du auf Nein gehen, das ist ganz wichtig. So, und auch hier wieder hinzufügen. Naja, da noch eine 27 drauf machen. Was auch immer du dann nachher irgendwie als Produktpreis bei dir dann machst. Ne? Ratenzahlungen sollten immer ein bisschen teurer sein. Das kann man hier aber auch genau gleich machen, dass beide 47 Euro ergeben. It's up to you. So. Dann haben wir Upsells. Das ist dann fortgeschritten. Hier stellst du weitere Produkte an, auch Add-ons. Also weitere kleine Kurse erstellen und dort anlegen. Dafür brauchst du mehrere Produkte. Und das Ausliefern kann zum Beispiel erfolgen über ein hier Dateipaket. Also hier habe ich mir vorher in den Tresor etwas reingelegt, nämlich ein E-Book oder einen kleinen Kurs mit einem E-Book und einem Video oder Audiodateien. Also du kannst hier eine kleine Menge, sag ich mal, reinlegen und die werden gleich ausgeschüttet. Ich würde da keine 1 Gigabyte reinpacken, aber vielleicht maximal 100 MB oder sowas. Etwas, was Digistore dann ausliefern kann. Oder du bleibst einfach bei einem E-Book und verlinkst dort Videos und Dateien, die man dann runterladen kann von deiner Webseite. Auch das wäre möglich. Hier gehst du dann auf den Download-Tresor und erstellst dort dein Produkt rein. Weitere Möglichkeit ist natürlich, deine Datei nachher per E-Mail zu verschicken, also nachher eine Anbindung, das gibt es dann hier unter Einstellungen, zu erstellen, damit du deine E-Mail-Strecke sozusagen losschicken kannst. Hier ist dein Paket, hier ist dein Kurs, wo geht es jetzt weiter? Also entweder du machst jetzt hier den Download-Tresor und erstellst dort deine Datei oder packst dort deine Datei hoch, die dann ausgeschüttet wird, oder du schickst nachher E-Mails und sagst, wer gekauft hat, bekommt eine E-Mail mit, hier ist dein E-Book, hier ist dein Kurs, hier findest du weitere Schritte. Du kannst auch hier E-Tickets verkaufen für ein Event, gibt Varianteneinstellungen und dann brauchst du natürlich noch die Benachrichtigung. Da würde ich dann immer deine E-Mail-Adresse reintun und speichern. Und wir haben nachher die Links, das ist dann das Wichtigste. Hier hast du den Promo-Link für deine Affiliate-Partner. Hier können die dann ihren Namen reintragen. Also die Digistore-ID ist hier ganz wichtig, statt dem Wort Affiliate nachher eintragen. Und so wird dann gezählt, ob Peter meinen Kurs verkauft hat oder der Stefan oder wer auch immer. So, also diesen Link kopiere ich und schicke ihn an meine Netzwerkpartner. Ganz unten auf meiner Webseite findest du einen Button Partner werden und so kannst du dann meine Produkte verkaufen und 25% oder 30% Provision einräumen. So, hier hast du jetzt den Link zum Bestellformular. Den kopiere ich mir jetzt oder den, das ist jetzt hier das ungetestete Produkt. Also wir haben jetzt hier ein Produkt angelegt, das ist aber noch nicht genehmigt. Kommen wir zum nächsten Schritt dazu. So, und jetzt gehen wir auf die Landingpage und würden dann hier in den Button gehen und den Button verlinken. Hier den Link einstellen mit dem Produkt. Hier packe ich dann sozusagen das Produkt rein und das Linkziel geht in einem neuen Tab auf. Ganz wichtig, hier sollten überall auf den Buttons zum Kauf dann dieses Produkt erstellt werden. So, jetzt hast du dieses Produkt immer noch nicht genehmigt. Bist aber dabei und wir gehen jetzt nochmal wieder hier hin. So, das ist der Promo-Affiliate-Link und so weiter. Und jetzt haben wir das Ganze gespeichert. Jetzt gehen wir hier auf Eigenschaften nochmal oder vorne unter deinen Produkten und sagen, wir möchten dieses Produkt jetzt genehmigen. Jetzt beantragen. So. Dann kommt hier, hast du einen Testkauf gemacht? Hast du den Impressumslink richtig? Hast du Abbuchung, Nanana, Danke-Seite richtig? Und so weiter.
Und das alles nicht durch Passwort geschützt. Ja, habe ich. Und dann gehe ich auf OK. So, jetzt brauche ich aber noch den Testkauf. Also gehe ich nochmal auf mein Produkt, auf mein und sage hier, ich möchte jetzt einen Test-Pay machen. Das ist hier. Und gebe hier irgendwas ein. Jotima, Testzahlung. So, jetzt teste ich das, ob das Produkt richtig ausgeschüttet wird. Jetzt würde ja hier an dieser Stelle, guck mal, hier kommt die Danke-Seite. In deinem Fall würde vielleicht das E-Book runtergeladen über den Tresor und das bekomme ich dann gleich per E-Mail. So, ich habe jetzt meinen Testkauf gemacht und jetzt kann ich dann gehen und sagen, ich möchte hier das Produkt in Deutschland genehmigen. Das reicht meistens, wenn du hier UK und USA machen willst. Dann brauchst du noch weitere Sachen auf der Landingpage. Das ist dann wieder anderes Recht, andere Steuern und da, da, da. So. Dann haben wir das Thema Rückgaberegelung. Die findest du auch hier und du findest hier unter den Anbindungen kannst du dann E-Mail-Anbieter hinzufügen. Hier neue Anbindung hinzufügen und jetzt gehst du auf Clicktip oder Active oder in meinem Fall Aweber oder was auch immer du hast und du erstellst dann zu deiner E-Mail-Liste eine Verbindung und machst eine E-Mail-Liste nur für Käufer dieses E-Books oder dieses Minikurses und verknüpfst sozusagen diese Anbindung. Also der Käufer erhält dann eine E-Mail nochmal. Hurra, du hast gekauft. Hier findest du das E-Book, hier findest du weitere Schritte. All das, was du den Leuten, den Käufern jetzt noch als Rahmen mitgeben möchtest für den Kauf von deinem Produkt. Dir war das jetzt nicht ausführlich genug und du möchtest jetzt auch noch über Inhalte und die Landingpage und so weiter mehr Infos erhalten, dann hol dir doch den Minikurs in 24 Stunden mit den Bausteinen deinen Minikurs in den ersten 7 Stunden erstellen, deine Landingpage in den nächsten 7 bis 8 Stunden erstellen und dann dein Produkt einstellen mit allen Anbindungen, mit allen Tutorials von Digistore24. Außerdem bekommst du meine Lieblingstechnik-Tools, also alles, was ich an Mikrofonen benutze und so weiter. Und du bekommst ein Tutorial, wie ich meine Werbetexte in unter 30 Minuten schreibe, vermutlich sogar weniger, und so meine Werbekampagne starte. Der Minikurs in 24 Stunden ist schon hunderte Mal gekauft oder womöglich sogar tausende Mal. Und du kannst ihn dir schnappen und alle Module in Ruhe durchgehen, so wie du jetzt dieses Video schon durchgegangen bist. Abonniere gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Du möchtest jetzt beginnen, eigene Online-Kurse rauszubringen und das nicht nur mit einem Kurs, sondern mit einem ganzen Sales-Funnel aus Mini-Produkten. Dann gibt es natürlich meine begleiteten Gruppenkurse und melde dich jetzt zum Gespräch, wenn du so einen richtigen Sales-Funnel aus Online-Produkten starten möchtest und nur auf diesen richtigen Moment gewartet hast. Hier ist das Zeichen, melde dich jetzt zum Gespräch an und leg los. Ein Online-Business ist der Markt der Zukunft. Alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.